Und damit Hallöchen und herzlich willkommen heute Donnerstag, ein bisschen später, aber ich hatte es ja auf Twitter angekündigt, weil eben 13 Videos geuploadet wurden auf YouTube und das leider nicht bis 13 Uhr machbar war. Ja, ihr wisst, wie das ist, die Technik und das Internet und naja, wo soll man sich beschweren, lassen wir es einfach bleiben und spielen jetzt ein bisschen später, dafür aber Portal 2. Ist doch auch schon mal was und zwar nicht im Koop, weil das kennen wir ja schon. Wer das noch nicht kennt, kann mal gleich auf meinem YouTube-Kanal gucken. Das ist nämlich das allererste Let's Play, was ich am 4.12.2017 hochgeladen habe. Das war Portal 2 mit Gorilla zusammen. Ja, das war wirklich so die ersten Schritte von Fussel in der Let's Play-Welt. Ach, ist das schön. Und ich dachte mir, da mir nichts Besseres einfiel. Und ich heute Morgen in einem der Videos, die ich hochgeladen habe, auf Minute 2 gebe ich ja immer nochmal einen Tipp auf andere Videos, die ihr euch nochmal angucken könnt auf YouTube. Da habe ich Portal 2 mal wieder empfohlen, seit langem. Und deswegen dachte ich, komm, spielen wir heute einfach mal Portal 2, die Einzelspieler-Geschichten. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Und wahrscheinlich, ja, Spiel fortsetzen. Ich habe das Portal 2 gerade installiert. Wie kann man da ein Spiel fortsetzen? Na gut. So, neues Spiel. Höflichkeitsbesuch. Ich glaube, damit fangen wir an. Ne? Ich habe, wie gesagt, null Ahnung. Keine Ahnung, was kommt. Wir gucken mal. Da ist übrigens ein bisschen älter, Portal 2. Also nicht wundern. Aber ich fand, von den Grafiken her war das schon ziemlich gut für seine Zeit. Und das Spielprinzip übrigens auch. Hat mir Spaß gemacht. War ein schönes Let's Play. Und diesmal ja ein Let's Play. Also damals war es ja ein Let's Play Together. Wollen wir mal gucken, was Kermit, wa? Guten Morgen. Ihr Schlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Wellness mache ich. Aber Sie warum... Jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Gut, Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Ah. Gut. Ich bin ein gutes Testobjekt. Die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. Gut, Fitness kann ich nachvollziehen, aber... Stellen Sie sich bitte davor. Ja. Aber wo war jetzt die Wellness? An der Wand findet sich ein Gemälde. Meinen Sie dieses hier? Das ist Kunst. Sie hören jetzt an den Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Das ist nicht der große Watzmann? Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Auf jeden Fall. Sollten Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Gut, kehren Sie jetzt zum Bett zurück. So, ja, habe ich doch alles durchgespielt, war ein super Let's Play, oder? Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9999999. Wie möchten Sie darüber informieren? Hallo? Jemand da drin? Das Enrichment Center Hallo? Müssen. Machst du heute noch irgendwann die Tür auf? Haben damit automatisch Hallo? Kannst du... Ja! Ah, du siehst furchtbar, furchtbar gut aus. Nein, wirklich, ganz bestimmt. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Lass mich hier rein. Alles klar mit dir da unten? Ja. Hörst du mich? Ja. Hallo? Hallo. Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Auf jeden Fall. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Verstehst du, was ich sage? Ergeben Nein. meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Nein. Okay, das war springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. Apfel. Banananas. Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelzen vor.
schön. Ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Ach, schön, dass du in der Klemme steckst, weil in mir? Ah ja, nee, läuft. Die Reserveenergie ist alle und darum weckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Ja, aber... Warte, das ist ganz schön knifflig. Sagt natürlich keiner was. Nein, warum auch? Ich bin ja unwichtig. Ja, ja, eben. Warum sollte man mich auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? Ja, ist ja jetzt nicht wichtig. Du hast ja mich... Eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ist da genug Platz für mich? Nö. Ich muss hier erstmal durchkommen. Nein. Bleib okay, da einfach stehen und wir gehen. Wo bist du denn überhaupt? Aber rate mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Matschbirnen vorfindet. Deine Mutter. Ah, ein kleiner Zusammenstoß. Ja, ist aber nicht wild. Hör zu, wir müssen uns unbedingt absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst. Aber ja. Wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus. Klaro? Nichts von wegen Tod und Nein. Keiner zerstückelt worden. Wo fahren wir denn hin? Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Ah ja. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Was denn? Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Wo? Also, mach dich bereit. Auf was? Einfach durch die Wand durch, richtig, und dann geht's schon. Gute Nachricht, das ist keine Andockstation. Das Rätsel wäre also gelöst. Ich versuche es jetzt manuell. Könnte kompliziert werden. Ja, baller ruhig davor, ich bleib hier. Du schaffst das schon. Fast geschafft. Nochmal, du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht ja. Nicht bei Revolverkugeln, sondern... Nein. Na, du wirst es schon merken. Also, ja. Schön bei der Sache bleiben jetzt. Ja. Aua. So, sind wir jetzt angekommen? Das hätten wir. Aber hi. Jetzt mal ehrlich, du bist geistig nicht fit genug für diesen Spießrutenlauf. Richtig. Aber, springen endlich mal jemand, der mich kennt. Das kann dir schon mal keiner mehr nehmen, du bist ein guter Springer. Hui. Also, streng dich an und wir sehen uns dann oben wieder. Oh. Kann ich hier aufmachen? Nein. Okay, los geht's. Ja. Wo soll ich denn hin? Weiter. Direkt durch das Loch da. Hallo und erneut willkommen im Apache Science Enrichment Center. Ja. Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptischer Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Ist ja nicht schlimm. Während des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Ja, das ist super. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. Juhu! So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Ist das hier... Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. Ich müsste aber vielleicht auch nochmal aufs Klo. Ich gehe mal hier durch. Hi. Also das bin ich. Seht ihr? Gut aussehende junge Dame. Und Schwupsel schreibt, ich habe heute auch wieder komische Telefongespräche zu führen. Hat heute noch irgendwelche Probleme, die ich lösen soll? Nö. Also ich jetzt nicht. Ich habe meine Probleme schon gelöst. Und ich werde jetzt richtig bösartig. Denn ich habe heute mit der CDU telefoniert und ihnen gesagt, sie sollen endlich meine Handynummer aus ihrem System schmeißen, weil der Vorbesitzer, die Vorbesitzerin, vor etwas mehr als 11... Personalisierte Tests liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Ja gut. Diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Ja, ja, jetzt bin ich wieder raus. Das ist immer, wenn die Spiele dazwischen quatschen, ne? So, guck, die Tür geht auf. Kann ich den hier nehmen? Ja. Wie kann ich den denn aufnehmen? Warte, da steht irgendwas. Also mit der Taste nicht, mit der Taste auch nicht. Gut, ich hätte vielleicht... Weil ich muss den doch hier drauflegen, ne? Hier. Oder dazwischen schieben. Klick E. E? E. Gut, ich hätte mir die Tasten merken können, ne? Hat der die Taste genannt? Nein, ne? Und, Shadiglol, würde ich behaupten. Hallo und herzlich willkommen. Machen wir Tür auf hier. Beachten Sie das strahlende Partikelfeld am Ausgang. Ja. Dieser Aperture Science Emanzipationsgrill vaporisiert unerlaubtes Material, das mit ihm in Berührung kommt.
Gut, ich bin berechtigt. So. Doch? Wie? Was? Shaddick LOL ist hoffentlich richtig. So. Ja, also ich bin berechtigt. Alles klar. Hui. So, jetzt muss ich hier nur noch flüchten, ne? Nur noch. Nur noch. Oh. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabrinnt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Hä? Ich muss allerdings mal eben nochmal intervenieren, weil ich habe da gerade gesehen, dass da ein Rechtschreibfehler in einem Text ist. Ich habe da nämlich für dieses Let's Play heute extra diesen Text da eingeführt, um wieder mal unverschämt Werbung zu machen, ist ein Timer. Und ja. Ach, das ist ein Graus mit unserer Sprache. So, dieses Spiel kann man auch zu zweit spielen. Sie. Da fehlt doch ein H. Dir dazu doch einfach mal mein Let's Play an. So, jetzt müsste richtig sein. Sekunde. So. Gesaved. Alles klar. Lustig finde ich ja, wo hier die ganzen Plakate in der Stadt hängen. Die AfD ihre Plakate alle in 2 Meter Höhe befestigt hat, damit diese nicht zerstört werden können. Ja, das Schlimme ist, habe ich auch schon gesehen und ich bin die ganze Zeit im Überlegen, 2 Meter ist ja jetzt überwindbar, ne? Ich meine, man darf das natürlich nicht, dementsprechend tue ich das auch nicht, aber man könnte sich ja drum kümmern. So, was ist da? Ein Würfel fällt raus. Ein Würfel kann man irgendwie nicht auf den Kopf und Loch ertrinken, springen, fliegen, töten, nicht trinken und in Walzen geraten. Ja, das ist doch meine Welt. Hi. Sollte ich nicht mal langsam dieses Gerät kriegen? So, das Spiel achtet dich... Nee, das Spiel achtet dich immer drauf in einer gelben Schrift auf der linken Seite des Bildschirms. Auf was? Was? Also, du meinst wahrscheinlich nicht achten, sondern zeigt mir irgendwas. Ich geh mal hier runter, komm. Hi. Na gut, da kann ja nichts passieren, ne? Aber müsste ich nicht die Kanone endlich mal haben? So, guck mal. Da. Da. Da legen wir mal ab, dann drücken wir mal hier drauf. Ich finde das so geil, dass man sich selber sehen kann. Entschuldigung. So. Hi. Ja, das war ja relativ leicht, das Rätsel, oder? Gut, da ist ein Portal aufgegangen, dann gehen wir da durch. Hi, dir klatsche ich noch eine. Gut, aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Das ist schlecht. Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Ja, nee, das machen wir doch glatt. So, nee, das sagt dir, dass E zum Beispiel aufheben ist oder E verwenden oder Steuerung ducken ist. Du meinst, so mitten im Spiel wird mir das nochmal angezeigt. Ich hatte das gerade irgendwie nicht gesehen, aber der Bildschirm ist auch zu groß, daran liegt das. Ich habe sehr eingeengtes Sichtfeld. Außerdem hatte ich auch einen Hirnschaden, wie man unlängst im Spiel ja mitgekriegt hat. Für den Fall, dass die Erde gerade von einem Barbarenkönig, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird. Redet der jetzt von der CDU? Ja, er redet, das ist der Bundestag, definitiv. Hoffentlich passiert das irgendwann mal. Doch, das war der Bundestag, definitiv. Hier sitzt die AfD, hier sitzt die Opposition. Gut, hier hinten fehlt vielleicht noch die Regierungspartei, aber egal. So, naja,
Komm, wir lösen Rätsel. Ei, mach mal ouvrez la porte, s'il vous plaît. 2. Was haben wir denn? Da kommt ein Würfel. Den soll ich nicht am Kopf kriegen, ich soll nicht ertrinken. Alles klar. Ei, hi. Geschafft! Was? Auf dem Podest da müsste eine Portalkanone liegen. Jetzt geht's los. Ich sehe sie aber nicht. Vielleicht ist sie runtergefallen. Willst du? Oh! Ja, Sir Ma. Hallo? Wo? Siehst du die Portalkanone? Nein. Außerdem, lebst du noch? Das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Ja. Weißt du, was ich mache? Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst und warte weiter vorne auf dich. Ja. Ich warte eine Stunde, dann komme ich zurück. Und falls ich deine Leiche finde, werde ich sie begraben. Einverstanden? Das ist lieb von dir. Wo bist du denn? In einer Stunde, hoffe ich, wenn du nicht tot bist. Ja. So, wie ging denn das nochmal? Das ging so. Kriegte ich denn nochmal orange? Damit kann ich, glaube ich, was aufheben. Also ist eigentlich völlig egal, weil orange schon da ist, ne? So. Alles klar. Muss man ja auch erstmal, man muss sich ja ein bisschen dran, ne? So, Lusche Laschet, ich kann die kriechende Karnevalsprinzessin nicht mehr sehen. Aber der führt bei mir noch nicht zum Brechreiz wie Merz. Ach, Schwupsel, da gibt es so viele Arschgeigen. Und da hilft nur eins, weißt du? Du machst Folgendes. Du setzt irgendwo so ein Ding hin und dann das da drunter. Ja? Und dann fallen die immer durch und irgendwann nimmst du das weg und dann sind sie tot. So sieht das aus. Alle töten. Was? Ruft der Fussel gerade zum Töten von Politikern auf? Nein. Mm-mm. Gut. Im Multiplayer gab es mehr Rätsel, oder? Ich trau mich nicht hier rund. Ach, komm. Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Die 3 von Asimov? Es gibt mehr Rätsel im Multiplayer. Alles klar. Ich geh mal davon aus, ich gehe da durch. Hi. Ich finde das immer so witzig, wenn man sich selber sieht, ne? Ja. Haben sie schon schön gemacht. Ist hier unten irgendwas? Nö, ne? Nö, ach komm. So, hier geht ein Treppchen runter. Dann gehe ich wieder zurück. Hi. Gut, wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militärandroid Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Oh, das ist nett. Also wenn er mich erschießt, soll ich das rechtzeitig eintragen. Und dann wird sich später drum gekümmert. Ja, das ist doch fair, oder? Ich fand's so cool, wieder die Testkammer aus Portal 1 wieder zu sehen. Portal 1 habe ich leider noch nie gespielt. Ich weiß aber, dass Portal 2 darauf aufbaut, aber irgendwie, ich war auch am Überlegen, ob wir das vielleicht vorweg, aber ich bin ja auch geizig, weißt du? So. Der nächste Test ist sehr gefährlich. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In 3, 2, 1. Da, 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 da. Du, 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 du. Schade. Der Stein ist doch sehr schwer. Hallo? Hallo? Huhu. Schnell weg, nicht, dass noch ein Stein hier runterfällt. Das wäre peinlich. Warte mal, kann ich den nicht abreißen?
Hui! Habt ihr das gesehen? Oh, das tut mir aber leid.